ab, Leute, und herzlich willkommen. Ich grüße jetzt mal wieder zwei Leute, und zwar MaxiTV. Er schreibt, ich habe auch deinen ganzen Skin abgebaut. Ich denke, er meint's gebaut. Weil du so cool bist, habe 7 Stunden gebraucht. Das ist aber mega lange. Grüße gehen raus, MaxiTV, und danke, freut mich zu hören. Und GamerVest schreibt, Crafting Pad, ich liebe deine Videos, mach weiter so. Alter Schwede, Klassiker. Ja, alter Schwede, in dem Sinne, Leute, 16.3. kommt mein Merchandise raus, T-Shirts, Pullover und so weiter. Also 16.3. merkt euch dieses Datum und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Alter Schwede, Leute, alter Schwede. Es ist mal wieder soweit. Wir haben heute eine Aufgabe, Leute. Und zwar habe ich mal meine Loot-Basis ein wenig verlegt. Ich habe früher in so einem komischen Klotz gelebt. Aber jetzt, Leute, wohne ich hier in dieser wunderschönen Höhle. Jawohl. Ach, moin, Leute. Ja, was geht denn ab hier? Ja, moin. Das hier ist nämlich meine wunderschöne neue Stube. Und in dieser wunderschönen neuen Stube werden wir die ein oder anderen coolen Sachen machen, Leute. Aber bevor es losgeht, Leute, merkt euch auf jeden Fall das Datum, den 16.3. Da kommen meine T-Shirts raus, Pullover raus, Cappies raus. Also, Leute, alter Schwede, da könnt ihr euch drauf freuen. Das solltet ihr wissen. Okay, Leute, was wir jetzt machen müssen, ist folgendes. Wir haben hier so ein Feuerzeug, das habe ich noch für ein Lagerfeuer benutzt. Aber mein altes Haus, das war nämlich genau das dort hinten. Und ich habe gehört, da soll irgendwas los gewesen sein. Und das wollte ich mir jetzt mal anschauen. Aha. Naja, sieht jetzt nicht so besonders aus, bis auf das hier ein bisschen Unkraut gewachsen ist. Naja, wie dem auch sei. Also, Leute, es gibt hier so einen Dirt Portal Igniter. Ist das nicht so ein Dreckportalschlüssel? Ich sammle mal ganz kurz ein bisschen Dreck auf. Ich denke, um die... Ich denke mal so 10 Dreck oder so sollten wir sammeln. Aber würde mich wundern, wenn wir jetzt in eine Dreckwelt können. Also es ist eigentlich so ein Schlüssel zur Dreckwelt, könnte man sagen. Dieser Stab, den wir bekommen haben. Ich probiere es einfach mal aus, Leute. Kostet ja nichts. So, zack, 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 zack. Das ist ein bisschen zu klein, deswegen, so, machen wir mal. Und jetzt, okay, packen wir mal alles hier rein. Und jetzt bin ich mal gespannt, Leute, rein da. Und, irgendwie, lol. Alter Schwede. Also die Zombies sind auf jeden Fall, die Mobs sind auf jeden Fall heiß auf uns. Aber was ist denn hier genau? Wir haben hier ein bisschen TNT. Leute, das nehmen wir mal mit, das kann man gut verkaufen. Wir haben hier jede Menge TNT. Ach man, jetzt habe ich das Feuerzeug auch zu Hause gelassen. Alter Schwede, und das sind diese Creeper, ne? Alter Schwede, wie tief geht denn das hier runter? Okay, ja, das ist ja mal verrückt, ne? Um das jetzt mal so auf die Spitze zu treiben. Ich gehe mal nach Hause, aber ich habe eine sichere Diamant wäre natürlich noch nicer. Aber wir haben eine sichere TNT-Quelle. Dieses TNT kann ich eigentlich ziemlich gut verkaufen. Pack ich mal ganz kurz hier in unsere Kiste zu Hause rein. Alter Schwede, das wird mir keiner glauben. Ich sollte das eigentlich dort, nochmal mit Dreck umbauen, damit da keiner drauf kommt. So, rein damit. Leute, wir haben jetzt sicheres TNT. Mega nice, das wird mir keiner glauben. Aber ich freue mich drüber. Ach Leute, wir müssen heute mal aus dem Dschungel flüchten. Wir haben es eigentlich so gut wie geschafft. Alter Schwede, war das eine schwierige Geburt, ey. Meine Güte, Leute, schaut euch diesen Dschungel an. Aber was ist denn das da hinten? Das sind ja so leckere Diamantblöcke. Komm zu Papa. Ja, komm zu Papa. Oh, jetzt ist das Boot kaputt gegangen. Mann, egal, ich pack die Sachen mal hier. Leute, diese Diamantblöcke, seht ihr das? Oh yeah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh mein Gott, Leute. Und, wow. Da guckt die Kuh ja auch weg, ne? Ja, die Kuh, ja, genau du. Alter Schwede, einfach so ein fetter Diamantblock. Also Diamantblock, könnte man sagen, weil es ist ja ein Diamantblock. Aber das ist auch ein Diamantblock, also Diamantblock. Ach, egal, ist ja auch vollkommen egal, Leute. Was steht denn hier? Du darfst es betreten, aber. Jetzt liken und abonnieren, sonst böse. Oh mein Gott, Leute. Okay, ihr habt es ja gelesen. Also, ne, jetzt einfach mal ganz kurz abonnieren und liken. Sonst wird irgendwas Böses passieren. Und ich denke mal, sonst darf ich die Kiste auch nicht öffnen. Also jetzt einmal ganz kurz liken, abonnieren. Dann kann ich die Kiste öffnen. Ja, genau jetzt. Ja, Leute, jetzt. Genau, ja. Perfekt. Sehr gut.
Okay, Leute, danke. Und da steht noch Merch. Ja, genau, der Merch, der kommt auch am 16.03.2019 raus. Alter Schwede. Ja, das müsst ihr euch merken, Leute. Alter Schwede. So, Leute, was haben wir hier? Wir dürfen uns ja bedienen, ne? Dann machen wir mal ganz kurz hier. Zack, zack, zack. Zack. Und zack, 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 zack. Zack, zack. So, das sollte richtig sein. Und wir haben jetzt auch so einen Stab-Diamant. Igniter, das funktioniert aber nicht. Ich gehe mal ganz kurz hier raus. So, geht das hier vielleicht? So, und ist das die richtige Höhe? Ich glaube, das sollte die richtige Höhe sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und wir gucken mal. Und ja, es funktioniert, lol. Da kommen schon Mobs raus. Okay, ich gehe mal ganz kurz rein. Und was haben wir hier, Leute? Wir haben tatsächlich eine Diamantdimension. Oh, Leute, Leute, Leute. Ey, das Portal, das können wir nicht so stehen lassen. Das Portal können wir nicht so stehen lassen. Ich muss mal ganz kurz das Portal zerstören, Leute. Kostet es, was es wolle. Ich hau ja auf jeden Fall drauf. Wenn jemand dieses Portal findet, dann... ja, wie soll ich sagen? Dann hat er auf jeden Fall die ein oder andere Möglichkeit, an Diamanten zu kommen. Dementsprechend, ich hau das Portal kaputt, was das Zeug hält. Und werde mir mein eigenes Portal irgendwo bauen, wo es keiner findet. So, jetzt bloß nicht reinrennen, Schweini. Schweini, nicht reinrennen, meine Hand. Nicht reinrennen, sonst schlage ich dich. So. Und jetzt, jawohl. Hä? Nein, 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 nein. Ich wollte es gar nicht. Hört auf, Jungs. Hört auf. Warum geht das Portal nicht kaputt? Nein, 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 nein. Beruhigt euch, beruhigt euch. Jungs und Mädels, ich wollte euch nichts Böses. So. Geht das Portal jetzt mal kaputt? Irgendwie will das Portal nicht kaputt gehen. Mann. Ich krieg das Portal nicht kaputt. Nein. Ach man, jetzt kann jeder in das Portal rein. Das ist überhaupt nicht gut, Leute. Wir müssen mal schauen, ob wir da vielleicht eine andere Lösung finden. Alter Schwede. Leute, 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 es ist mal wieder an der Zeit zu zeigen, wer hier eigentlich das Sagen hat, denn ich bin aktuell noch, Leute, in der Hackerbasis, aber ich kann auch ganz schnell hier rauskommen, ne? Ihr merkt es wahrscheinlich schon, das ist meine wunderschöne Basis hier. Sehr, sehr schlicht gehalten, aber Leute, das liegt einfach nur dem Ganzen, dass das hier nicht so auffällt, ne? Ich meine, so eine schlichte Bedrock-Basis, die sieht man jetzt nicht alle Tage. Und ich wollte mir auch mal die ein oder andere Dimension heute anschauen. So, es gibt nämlich hier auch die Bedrock-Dimension. Das ist ja voll mein Gebiet, muss ich jetzt mal gesagt haben an dieser Stelle. So, schauen wir mal, was das überhaupt ist, diese Bedrock-Dimension, ne? Ich kann mir da ja gar nichts unter vorstellen. Aha, sehr viel TNT. Oh, auch ein Höllenschloss. Mhm, sehr interessant auf jeden Fall. Und was haben wir denn hier? TNT. Aber Leute, wenn mich doch nicht alles täuscht, dann kann ich das TNT sowieso nicht anzünden, oder? Das bringt doch rein gar nichts hier, oder? Schauen wir uns mal ganz kurz das Ganze an. Oh, war ja, da explodiert irgendwas. Wartet mal ganz kurz. Der untere Bereich hier ist doch Lava. Das heißt, hier müsste doch ständig was explodieren. Oder? Oder? Was passiert da? Da brennt auch was. Da ist auch TNT am Brennen. Genau, das meine ich nämlich. Wenn hier Lava ist, dann... Und unten TNT ist, dann explodiert doch ständig hier was, ne? Und dann explodiert das da und dann das da und das da und das da und das da und das da. Also, ich muss ja sagen, großartig spektakulär finde ich das jetzt hier nicht, ne? Da finde ich einen alten Schweden zum Beispiel spektakulärer, ne? Alter Schwede. Also, hier muss ich ja mal ganz, ganz ordentlich sagen, Kollege, was macht? Zieh Leine, Alter, zieh Leine, meine Güte. Das kann ich jetzt hier auch nicht gebrauchen, ne? So eine Flitzpiepe, Mann. Da muss ich wirklich sagen, finde ich so einen alten Schweden deutlich interessanter, ne? Naja, wie dem auch sei, ist ganz lustig gewesen mal zu sehen, aber ich brauche es nicht, Leute. Ich sage so viel, ich brauche es wirklich nicht. Es ist ganz, ganz interessant zu sehen, alle reden von verschiedenen Dimensionen. Eine Diamantdimension, eine Dreckdimension, eine Bedrock-Dimension. Aber Leute, ne? Ihr habt mich vergessen, den guten alten Gott hier. Was ist mit mir? Ganz genau, was ist mit mir, Leute? Es gibt nämlich auch noch eine normale Dimension, diese nennt sich Höllendimension. Und in dieser Höllendimension, ich möchte mir das Ganze mal anschauen, denn ich war dort noch nie. Und ne, eigentlich kenne ich jetzt nur den Himmel, muss ich dazu sagen. Und das ist auch der einzig richtige Ort, meiner Meinung nach. Aber diese Hölle, die muss ich mir auch heute mal gemeinsam mit euch anschauen, Leute. Kostet es, was es wolle. Rein da in die Hölle und jetzt schauen wir uns mal die Hölle an. So, was gibt's denn hier so? Okay, okay, es ist auf jeden Fall schon mal ziemlich düster hier unten. Es gibt Monster, das soll ein Gast oder Gast oder Geist. Guast, ein Guast. Ja, der macht so komische Geräusche. Ich schau mir die mal ganz kurz von,
von der Nähe an. Und hier sind auch diese Zombie-Pigments, von denen habe ich auch schon mal was gehört. Die brennen doch gar nicht, oder? Ne? Ja, die brennen nicht, die baden quasi in Lava. Das ist wie Wasser für die. Und der Kollege hier, kann da auch durch Lava fliegen? Ich weiß es gar nicht genau. Aber Fakt ist auf jeden Fall, der sieht sehr, sehr traurig aus. Naja, wie dem auch sei, Leute. Sieht sehr, sehr verrückt aus hier. Sehr viel Lava. Was haben wir denn da hinten? So ein Slime? Hä, das ist ein Lava-Slime. Kann das sein? Junge, Junge, Junge. Brennen die, wenn die dort reingeschubst werden? Na gut, das war's dann wohl mit dem. Ist ja auch egal. Da kann ich jetzt leider nichts für. Ich muss auch schnell wieder raus hier, Leute. Es wird mir sehr, sehr warm hier. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl hier in der Hölle. Da muss ich sagen, mag ich den Himmel ja wohl eher, ne? Oder die Diamantdimension, die habe ich auch vorhin gesehen. Naja, wie dem auch sei, Leute. Ich kann nur so viel sagen. Die Diamantdimension dort hinten finde ich deutlich angenehmer. Deshalb, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir jetzt mal ein Like da. Abonnieren auch nicht vergessen. Und Leute, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr am 16.03. vorbeischaut. Da kommt der Merchandise raus. T-Shirts und Pullover. Und Cappies und Tassen, auch mit einer Autogrammkarte unterschrieben von mir. Leute, also 16.03. merken und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann, Leute.